Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für Jahre 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Saidi Ra, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Und wie du das siehst im Bild, das zeigt bildhaft dein Geburtshoroskop, was ich im Teil 1 erklärt habe. Jetzt sind wir bei Teil 2 und hier geht es darum, was passiert Jahr 2019. Dieses Bild, dieses Geburtshoroskop bleibt stehen und symbolisiert die Sternenhimmel über dich, in dein Geburtsmoment wie ein Momentaufnahme. Da ändert sich überhaupt nichts. Du veränderst dich, du machst Lebensschritte und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Sie ändern sich ihren Position. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und löst immer etwas aus im Horoskop. Die Planeten, die näher zum Sonne befinden, wie Merkur und Venus, die sind schneller durch die Gravitation. Und die Planeten, die weiter weg von der Sonne entfernt sind, wie die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto, sie bewegen sich langsamer. Diese langsam bewegenden Planeten lösen größere Veränderungen aus, schicksalhafte Veränderungen, und die schnelleren Planeten wirken eher auf dem Alltag. Hier in diesem Bild zeigt sich dein Geburtshoroskop, die 12 Lebensbereiche. Du kannst auch selbst erkennen, welche Tierkreiszeichen öffnet in diesem Bereich und welcher Einfluss kommt noch von den anderen Tierkreiszeichen. Und dort, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in dein Horoskop, in dein Geburtshoroskop, das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist die 12., die 11., die 10., die 9., die 8. und die 7. Lebensbereich. Das symbolisiert auch das Tag, die unteren Teil symbolisiert die Nacht. Und das ist mehr das Bewusste, nach außen gehende, und die unteren Teil ist mehr nach innen kehrende, das Unbewusste. Also du bist ein Mensch, wo eher die Kontakte nach außen sucht oder du zeigst dich, also gehst mehr raus, also bist aktiv, bist eher in Bewegung. Wie ich schon sagte, Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich, lösen etwas aus, wobei die Sonnenbewegung muss auch korrekt beschreiben. Das ist nicht die Bewegung der Sonne, sondern das ist die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also wir betrachten astrologisch alles aus dem geozentrischen Blickwinkel, was früher auch das Weltbild war. Und ich beginne. Januar 2019. Uranus. Uranus bringt Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse, und Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Und ich muss dazu sagen, Uranus bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Widder nach indischen Berechnung. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Und da gibt es einen Unterschied zwischen westlichen Astrologie und indischen Astrologie. Aber die indischen ist die präzisere. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder
aktiviert zwei Lebensbereiche. Das ist deine Wohnsituation und die Kontakte mit deiner vertrauten Umgebung, bedeutet auch Medien, Internet, Schulungen und die Verbindung zu deinen Verwandten. Hier kommen Umbrüche und Veränderungen. Dafür sorgt diese Uranusbewegung. Die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, Ketu oder Drachenschwanz, symbolisiert die alten Karma, kommen alten karmischen Erinnerungen, Begegnungen. Diese karmischen Knoten befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Bis März bleibt Ketu im Steinbock, aktiviert bei dir in deinem persönlichen Bereich oder wirkt auf dein Selbst, aktiviert karmische Themen. Die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, der Drachenkopf, zeigt den Weg, die Richtung. Das sind Neuigkeiten, Veränderungen, aber das ist auch wieder karmische Themen. Und Rahu befindet sich bis März im Tierkreiszeichen Krebs, aktiviert die Partnerschaft. Hier hast du die Uranus im Geburtshoroskop und diese Mondknoten, wie das alles aktiviert, kommen Veränderungen in deine Partnerschaft. Venus ist die weibliche Energie, zeigt auch dich als Frau, aber bedeutet auch Kunst, Kreativität, guten Geschmack. Befindet sich Venus im Tierkreiszeichen Waage am Januar. Ich muss nur die Tierkreiszeichen Waage finden, hier oben, genau. Hat einen Einfluss auf Reisen und auf deine Berufung. Venus bringt auch Glück, Harmonie und natürlich Liebe. Also Januar aktiviert die beiden Lebensbereiche. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist auch die Weisheit, zeigt unsere Größe. Vertritt auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unseren Augen auch auf Ungerechtigkeiten, bringt Glück im Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Vermehrt etwas. Und das kann für dich bedeuten, dass die Freundschaften, Bekanntschaften vermehren sie sich. Saturn und Pluto befinden sich in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn und Pluto im Schütze. Das sind die Geheimnisse. Bedeutet auch karmische Themen. Saturn belehrt dich und Pluto zeigt, bleib in deiner Kraft. Beherrsche das. Das ist Macht. Und lass los. Also Pluto ist der Planet der Transformation. Nicht nur Saturn und Pluto befindet sich hier, sondern auch Sonne und Merkur. Sonne ist die Lebensenergie, öffnet unsere Augen und Merkur ist der Planet der Kommunikation, aber auch Wissen. Das heißt, du öffnest deine Augen in die tiefe Geheimnisse. Bei Merkur-Energie kann das Wissen bedeuten oder du hast ein Gespräch, eine Nachricht und das ist besser im Geheimen halten. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt dir ihre oder seine Geheimnisse.
aber auch ein Hinweis, wenn du selbst Geheimnisse hast, dann schweige, weil Sonne bringt etwas ins Licht, das heißt, das wird weiter erzählt. Neptun lasst unserem Träume leben, ist nicht zum Greifen, und weil wir hier nicht verstehen diese Energie oder unserem Träume, unserem Traumbilder, fühlen wir manchmal auch enttäuscht. Natürlich kann auch bedeuten, dass jemand versucht, etwas vorzutäuschen, und dann brauchen wir diesen Durchblick, dass wir das auch erkennen. Aber mal grundsätzlich ist die wunderbare Neptun-Energie ist unserem Träume, Visionen, Leben. Und hier liegt die Kreativität und die Inspiration. Das ist auch eine schöpferische Kraft. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, dass du beginnst, deine Träume zum Leben, bedeutet auch deine Kreativität, aber was die Finanzen betrifft. Natürlich kann bedeuten, dass du etwas für dich kaufst, weil du das zum Kunst brauchst. Aber lass dich nichts täuschen oder etwas vortäuschen, was die Finanzen betrifft, sondern hier brauchst du wirklich den Überblick über deine Finanzen. Mars ist die Kraft, und mit dieser Kraft setzen wir uns durch im Leben. Bedeutet auch eine männliche Person. Mars befindet sich im Fischen. Aktiviert bei dir zwei Bereiche. Einmal die Finanzen, aber das bedeutet auch deine Werte, Wertschätzung, dass du von einer männlichen Person diese Wertschätzung bekommst, oder sollst du das für dich erkämpfen? Natürlich bedeutet auch, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und Mars wirkt auch für den dritten Lebensbereich, und das sind die Kontakte, Verbindungen mit Bekannten, Verwandten. Uranus wird 7. Januar direktläufig. Bis dahin ist Uranus hier rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit und karmischen Themen. Diese Rückläufigkeit kann auch etwas auslösen, das fühlt sich so an, wenn das alles gebremst wäre. Die Lebensbereiche, wo diese Rückläufigkeit wirkt, 3., 4. Lebensbereich, ab 7. Januar geht alles voran, ändert sich die Richtung. Ich kann jetzt bei diesem Jahreshoroskop nicht jeden Tag die Mondbewegung erklären, sonst wäre die Aufnahme ewig lang. Das kann man im Tageshoroskopen verfolgen. Einmal veröffentliche ich die Tageshoroskop auf indischen Astrologie, einmal nach westlichen Astrologie, und dann könnt ihr das verfolgen, wie die ganzen Bewegungen sind, und das jeden Tag, wenn ich dazu komme, die Aufnahmen täglich zu machen. Also ich kann nicht auf die Mondbewegung so eingehen, aber die Mondpositionen, Neumond, Vollmond, Halbmond möchte ich schon erwähnen. Bei Neumond sollen wir zurückziehen. Die Licht, die Klarheit in unserem Inneren suchen, aber auch finden, damit wir orientieren können. Immer in dem Lebensbereich brauchen wir die Orientierung und Klarheit, wo die Tierkreiszeichen die Tür öffnet. Vollmond ist das volle Licht. Die indischen Astrologen begrüßen sie als Glück, weil die beschreiben, dann ist ein Weg beleuchtet, macht etwas sichtbar, klärt etwas auf. Halbmond ist schön, aber das ist immer eine Spannung, Unruhe, Nervosität. Das kann auch bedeuten, dass nicht wir selbst das verspüren, sondern erleben wir bei unseren Mitmenschen, dass jeder ist ein bisschen hektisch. Und dann brauchen wir ein bisschen Zeit bis zum Ruhe kommen,
Zum Glück dauert das nicht lange. Mond bewegt sich relativ schnell und entfernt sich von dieser Position. 6. Januar ist Neumond im Schütze. 14. Januar ist Halbmond in Fischen. 21. Januar ist Vollmond im Zwillinge. 27. Januar ist Halbmond in Jungfrau. Das heißt, in dem Lebensbereich, wo die Jungfrau ist, kannst du mit Spannung, Nervosität rechnen. Februar. Uranus bleibt, Rahu, Ketu bleibt auch, Jupiter bleibt auch, Saturn, Pluto bleibt auch, Neptun, Mars bleibt auch und die schnellen Planeten und Sonne wechseln sich. Das heißt, die Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock, aktiviert deinen persönlichen Bereich, hast mehr Klarheit, bist du mehr wahrgenommen, gehst raus in die Öffentlichkeit, zeigst dich wie die Sonne im Mittelpunkt und hast auch dieses Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Merkur befindet sich auch im Steinbock, das heißt, du hast dieses Bedürfnis, etwas zu vermitteln. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Warum nicht im Skorpion? Weil Venus bewegt sich schnell. Also Zwischenzeit war mal im Skorpion und dann im Schütze. Die Venusbewegung ist relativ schnell. In diesen Bereichen ändert sich etwas, es sind keine schicksalhaften Veränderungen, aber das beeinflusst unsere Einstellung oder kommt eine Nachricht oder haben wir Glück in die Liebe. Also hat schon einen Einfluss auf unseren Alltag. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Uranus und Mars befindet sich im Widder. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Widder, aktiviert die Bereich, 3., 4. Lebensbereich, begegnet sich mit Uranus. Das sind Umbrüche, Veränderungen, kann eine männliche Person das auslösen. Die beiden Mondknoten Rahu Ketu bleibt, Jupiter bleibt auch, Saturn Pluto bleibt auch. Was ändert? Das ist Sonne, Venus, Merkur. Die bewegen sich schnell. Sonne wechselt Monat zu Monat die Tierkreiszeichen, übergeht in die nächste Tierkreiszeichen. Und das ist die Wassermann, hat einen Einfluss auch auf deine Finanzen. Und Merkur bewegt sich auch schnell und schon in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur hat einen Einfluss auf Finanzen, das kann auch Verträgen bedeuten, was mit Kauf, Verkauf, was mit Geld zu tun. Und wirkt auch auf dem 3. Lebensbereich. Das könnte bedeuten, dass du in einem Seminar teilnimmst oder bekommst eine Nachricht von Verwandten, von Bekannten. Oder kommen zum Gesprächen im Internet. 6. März ist Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, kann auch bedeuten, das bremst etwas. Und das sollte man auch betrachten, besonders wenn es um Verträge und um die Finanzen geht. 6. März ist Neumond in Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, Uranus bleibt im Widder.
Sonne, Merkur und Venus, das ändert sich. Also Uranus bleibt im Widder, Mars befindet sich im Stier. Mars bewegt sich vorwärts, befindet sich im Stier, aktiviert vierte, fünfte Lebensbereich. Und Rahu Ketu hat die Position verändert. Diese beiden Mondknoten bewegen sich genau in andere Richtung als die Planeten. Das heißt, Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alten Karma aktiviert, befindet sich ab April in Tierkreiszeichen Schütze, in diesem karmischen Bereich, in diesem geheimnisvollen Lebensbereich, aktiviert alte Karma und bleibt ganzes Jahr hier. Rahu, die neue Richtung, die Veränderungen, ist in Tierkreiszeichen Zwillinge, auch karmischen Themen im fünfte, sechste Lebensbereich. Und Rahu bleibt ganzes Jahr hier im Zwillinge, aktiviert hier auch karmischen Themen, aber hier ist die neue Richtung und Veränderungen. Saturn und Pluto und Ketu ist im Schütze und kommt Jupiter dazu. Jupiter ist die Weisheit und du schaust in die Tiefe, du möchtest die Geheimnisse des Lebens erforschen und mit deinem Selbst, mit deinen Größen Bewusstsein. Hier kommen spirituellen und religiösen Themen dazu. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur ist rückläufig, kehrt zurück zum Wassermann und Venus ist auch in Tierkreiszeichen Wassermann, aktiviert die Finanzbereich. Das kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast, Kontakte und die Venus-Energie im Finanzbereich kann bedeuten, du kaufst für dich etwas Schönes oder triffst mit Freundinnen, Bekannten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Klarheit, Lebensenergie im zweiten, dritten Lebensbereich. 11. April ist Jupiter rückläufig. 25. April ist Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond im Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai, Sonne und Uranus ist im Widder. Sonne übergeht im Widder, die Lebensenergie fließt im dritten, vierten Lebensbereich. Hier kommt mehr Klarheit, Reinigung, Heilung. Mars befindet sich im Stier, also Mars bleibt hier im Stier. Rahu Ketu bleibt auch. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion und aktiviert die Freundschaften. Und da vergrößert sich etwas. Das kann auch bedeuten, dass du aktiv bist in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. Bei Jupiter-Energie kann das Spiritualität sein. Saturn, Pluto und Ketu ist im Schütze. Saturn und Pluto sogar rückläufig aktiviert karmischen Themen. Ketu ist sowieso hier. Hier hast du karmischen Themen.
Neptun bleibt in Wassermann und Merkur, Venus übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Das sind Kontakte, Verbindungen im dritten Lebensbereich sowieso, aktiviert hier die Kontakte. Das kann mit Frauen sein und die Venus-Energie wirkt auch hier im zweiten Lebensbereich Glück mit Verträgen, Glück mit Kauf oder du kaufst für dich etwas Schönes. Natürlich bei Venus-Energie ist das auch sehr wichtig. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, Juni, Uranus und Venus ist im Widder. Aktiviert 3., 4. Lebensbereich. Sonne ist im Stier, Merkur auch im Stier, Mars verlässt die Stier. Sonne, Merkur, die Lebensenergie fließt hier im 5. Lebensbereich, hat auch Einfluss auf deinen 4. Lebensbereich und hier kommen die Kontakte, Kommunikation mit Merkur-Energie. Mars ist im Tierkreiszeichen Zwillinge, aktiviert etwas hier im Bereich Arbeit, Gesundheit und natürlich bei 5. Lebensbereich mit Kindern oder deine schöpferische Kraft oder mit deiner männlichen Person einfach die Lebensfreude, das zu genießen. Jupiter bleibt im Skorpion und Juni passiert Folgendes und das ist sehr, sehr wichtig. Ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und dazu noch Ketu kommen zu einer Konjunktion. Das heißt, die treffen sie sich, die wirken gemeinsam, aktivieren karmische Themen bei Schütze, bei dir in diesem Lebensbereich die Geheimnisse, was sowieso karmisch ist. Neptun bleibt hier im Wassermann. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Nicht Neptun. Doch, Entschuldigung. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli, Uranus bleibt im Widder. Sonne, Venus ist im Zwillingen. Mars verlässt die Zwillingen, Sonne, Venus ist im Zwillingen, aktiviert bei dir 5., 6. Lebensbereich. Mars und Merkur ist im Krebs. Im Lebensbereich Partnerschaft, das heißt, es kommt eine Nachricht von deinem Herzensmann. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Zwillinge, 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis findet immer bei Mondknoten statt. Also hier ist dann Mondfinsternis. Das bedeutet nach innen schauen, diese karmischen Themen betrachten. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August, Uranus ist im Widder, Merkur ist in Tierkreiszeichen Zwilling.
Dieser rückläufige Merkur kehrt wieder zurück in Zwillinge. Sie sind Gesprächen, Terminen, Handlungen. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Sonne, Mars, Venus im Krebs. Fließt die Lebensenergie auf den Bereich Partnerschaft. Mars, Venus ist die beiden Liebesplanet. Also sehr wichtige Themen dann, Liebe, Partnerschaft. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. 12. August wird Jupiter direktläufig. Im selben Tag, 12. August, wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Löwe, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern. September. Uranus ist rückläufig im Widder. Rahu Ketu bleibt und Mars, Venus, Merkur, Sonne ist im Löwe. Mars, Venus, Merkur, Sonne im Löwe. Das ist dann die Transformation, aber kann auch ämtliche Themen auch bedeuten. In 8. Lebensbereich aktiviert was. Und Neptun bleibt hier. Jupiter im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze. 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, das heißt, es dreht sich in eine andere Richtung. 6. September ist Halbmond im Skorpion. 14. September ist Vollmond in Wassermann. 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt Schütze Zwillinge. Sonne Mars Venus ist im Jungfrau. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Lebensenergie fließt Ausland und Thema Mars, Venus ist Liebe. Und Merkur ist im Waage. Hat einen Einfluss auf 10. und 9. Lebensbereich. Hier kommen Nachrichten, Terminen, Verträgen. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Die rückläufige Uranus bleibt im Widder, Rahu Ketu bleibt auch. Mars ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist eine männliche Person im Ausland. Kann auch bedeuten, dass du aktiv bist und machst eine Reise. Sonne ist im Waage. Da bekommst du Ansehen, Anerkennung. Das ist das Spitze, das Horoskop, das wird beleuchtet. Das ist die Lebensenergie. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und Jupiter auch.
Das sind Freundschaften, aber bedeutet auch Hoffnungen. Hoffnungen in die Liebe, Partnerschaft kommt auch ein Nachricht oder sind da hoffnungsvolle Gespräche. Saturn, Pluto, Ketu ist hier im Schütze und Neptun rückläufig noch im zweiten Lebensbereich. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Ändert sich die Richtung, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst die Finanzen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 15. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder, Rahu Ketu bleibt auch. Mars und Merkur ist im Waage. Gespräche mit einer männlichen Person. Das kann Ausland bedeuten, kann auch die Berufung bedeuten oder beides. Sonne ist im Skorpion. Aktiviert die Lebensenergie 11. Haus, Freundschaften und deinen Hoffnungen. Und Saturn, Pluto, Ketu ist hier im Schütze. Dazu kommt noch Jupiter und Venus. Die Liebe ändert sich, hast du auch Glück, aber alles ist noch im Verborgenen. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze, das ist der Rückzug nach innen schauen, das zu verinnerlichen, dass es wirklich eine karmische Liebe ist. Liebe Eseide Ra, das war die Jahreshoroskop für Jahr 2019. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.